Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unfallverursacher, ein 56-Jähriger, vermutlich aus Unachtsamkeit ungebremst auf einen verkehrsbedingt sehr langsam fahrenden spanischen Sattelzug auf. Die Wucht des Aufpralls erwies sich als so heftig, dass der Mann aus Tschechien im Führerhaus seines 7,5 Tonners eingeklemmt wurde. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Lebensgefahr konnte der vor Ort eingesetzte Notarzt nicht ausschließen. Am Laster des Osteuropäers entstand Totalschaden. Insgesamt wurde die Schadenshöhe auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ab etwa 12.10 Uhr konnten die Richtungsfahrbahnen nach Norden wieder komplett freigegeben werden.